Geflohen, versteckt, überlebt, lautet der Titel einer Ausstellung im Haus an der Redoute in Bad Godesberg mit Werken des verstorbenen Künstlers Hans Driewer. Gezeigt werden surrealistische Gemälde, rätselhafte Objekte und Schreine. Doch statt der farbenfrohen, verrückten Welt eines Salvador Dalí haben Drievers Werke eine düstere, unheimliche, verschlossene Anmutung. Bereits in seiner Jugend zeigte sich das künstlerische Talent Drievers, allerdings auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise. Mein Vater ist 1919 geboren. Er hat auch in der Schule schon viel gezeichnet. Also es gibt Zeichnungen von 5 Jahren von ihm, wo man denkt, das ist aber schon ganz schön, war ja noch ganz klein. Ne? Dann sollte er eine Gärtnerlehre machen. Und dann haben die ein Zimmer für ihn angemietet, hier im Bereich Bonn. Und dann kam der Gärtner, der mit meinem Großvater da sehr verbandelt war, und sagte: Ach, Herr Driewer, der Junge holt sich die französischen Kriegsgefangenen abends ins Zimmer und dann malt er die. Das ist nichts für den. Lassen Sie den auf die Werkkunstschule gehen. Driewer malte surrealistisch, eine Kunstrichtung, die dem Expressionismus folgte, sich Anfang des 20. Jahrhunderts parallel zum Dadaismus entwickelte und eine neue, geänderte Wahrnehmung der Wirklichkeit forderte. Während dadaistische Kunst eher satirisch ausgelegt ist, verarbeiten die Surrealisten Unbewusstes, Absurdes, Fantastisches in ihren Werken. Die aufkommende Psychoanalyse fand ihren Weg in die Kunst. Dabei bedeutet surrealistisch eigentlich über dem Realismus. Die Szenerie ist traumhaft, unwirklich. Dahinter steht die Ansicht der Surrealisten, dass es eine objektive Wirklichkeit gar nicht gibt und die Künstler, seien es Maler oder Schriftsteller, neue Wege finden müssen, um eine neue Wirklichkeit zu entdecken und darzustellen. Ein Weg dahin war die Ausschaltung des steuernden und kontrollierenden Bewusstseins durch Schlaf- oder Rauschmittel, um Traumbilder zu provozieren. Auch Verfremdungen, eine übergenaue Malweise und die Kombination von unmöglichen Dingen sollte dazu dienen, die Wirklichkeit zu übersteigern. Und 1938 ist er zum Reichsarbeitsdienst eingezogen worden und danach musste er zum Militärdienst. Und da hat er dann ist er in eine psychiatrische Anstalt überwiesen worden. Und die Vermutung von uns ist, dass er eben diesem Kriegsdienst entfliehen wollte und hat dann einfach dort ein Schauspiel veranstaltet, wie schlimm es mit ihm umgeht. Und das war dann so, dass er manisch-depressives Irresein angehängt bekam. 1944 sollte er dann nochmal zum Wehrdienst eingezogen werden und da ist er geflohen. Mein Großvater hat die Nazis gehasst wie die Pest. Also der war eben auch, hing vielleicht auch damit zusammen, dass er sehr autark sein wollte, also von denen sich was sagen lassen, auf keinen Fall. Und der Sohn war eben auch völlig anti-Nazi und sein Vater hat ihn dann in einem Anhänger, versteckt in einem Anhänger, zu der Jagdhütte gebracht im Westerwald. Aber nach kurzer Zeit stellte sich raus, es kamen dauernd Leute von der Gestapo und sagten, wo ist ihr Sohn? Also jede Woche tauchten die da auf, oder Ortsvorsteher, ich glaube, war jetzt nicht direkt die Gestapo. Und dann wurde das schon zu brenzlig. Dann hat er ihn wieder verladen und ist nach Sein mit ihm gefahren. Da wohnten Verwandte von ihm. Und die waren sehr Nazi, die waren Nazis, der Onkel und die Tante, und waren immer so, fing an so misstrauisch, ne? Was ist hier los und so weiter. Und das wurde zu gefährlich. Und dann sind meine Tante und mein Vater nachts geflohen aus der Mühle und wieder zur Jagdhütte zurück.
Und da war aber inzwischen nicht mehr so gefährlich, weil die Amerikaner da waren. Und das war ein ganz gutes Einvernehmen da zwischen den Amerikanern und meinen Großeltern und so weiter. Also da war er dann erstmal mehr oder weniger dann doch in Sicherheit. Nach dem Krieg brach sich die künstlerische Begabung Drievers Bahn. Vielleicht suchte er Ausdrucksmöglichkeiten, sich seinen Dämonen zu stellen und seine Erlebnisse, die Flucht, die Verfolgung, das sich verstecken müssen, seine Schutzlosigkeit, das Ausgeliefertsein eines ihm übelwollenden Systems in Kunst umsetzen zu können. Er wollte gerne auf die Werkkunstschule gehen und nach einer Weile war das eben auch möglich. Und meine Mutter war auch ganz, stand dahinter, dass er das macht und so weiter. Aber das hat nicht lange gedauert und dann ging er immer seltener hin. Und ja, irgendwann, also das weiß ich jetzt auch nicht wann und wie, hat er eigentlich angefangen, alles selbst zu machen, zu lernen und so weiter. Aber nicht von jemand sich beibringen zu lassen. Die Bilder des Hans Driever haben manchmal eine fast mittelalterliche Anmutung, wirken so, als könnten sie auch in Gotteshäusern hängen oder stellen sich wie eine merkwürdige Ahnengalerie dar. Sie sind oft voller christlich konnotierter Symbole. Driever galt als sehr religiös. Da gibt es Uhren ohne Zeiger oder andere Vanitas-Symbole. Äpfel gelten als Verheißung auf die Erlösung und Symbole der Macht. Es tauchen immer wieder Hasen auf. Sie deuten auf Furchtsamkeit, aber auch auf die vom Teufel verfolgte Seele. Fische signalisieren den vermeintlich gemeinsamen christlichen Glauben. Masken dienen der Abwehr von Dämonen, verdecken die Gesichter, erlauben nur das Betrachten der Augen. Die Köpfe oder Körper der Menschen sind oft umschlossen von Helmen oder Rüstungen, so beispielsweise bei Ernst Moritz Arndt. Oft sieht man Schloss- oder burgähnliche Bauwerke ohne Türen oder abgesperrt, mit Menschen davor, die keinen Einlass finden können. Zu den rätselhaften Bildinhalten gesellen sich ebenso rätselhafte Bildtitel oder Textzeilen in den Bildern, etwa Apfelsträflinge, die Klage um den toten Bischof, der Turm der Bartscherer mit den blauen Zähnen, der sehr ehrenwerte königliche Erdbeergärtner ihrer britannischen Majestät, der Ohrenbläser oder alle Vögel sind schon da, wo man aber statt der Vögel nur deren skelettierte Köpfe sieht. Die Objekte Drievers ähneln oft Schreinen, kleinen Altären oder merkwürdigen, schlossartigen Konstruktionen, deren technischer Sinn sich nicht erschließt. Der Tod des Vaters und dessen zweiter Frau konfrontierte seine Tochter Dorothea mit einem großen künstlerischen Nachlass, sah sie doch in der Beschäftigung mit den zahllosen Bildwerken, Skulpturen, Objekten die Chance, sich ihrem zeitlebens sehr distanziert gebenden Vater posthum annähern zu können. Doch viele Fragen bleiben einstweilen unbeantwortet. Nachdem mein Vater gestorben war, musste ich mich erstmal auch berappeln, weil beide ja ziemlich hintereinander gestorben sind. Also ich war sehr angetan von den Bildern, von allen Bildern, aber die waren mir ein Rätsel. Die waren mir echt ein Rätsel. Eine völlig andere, fast kindlich naive Seite zeigt Driever in seinen kleinen, putzig-kecken Tierfiguren. Doch auch hier drängt sich manchmal wieder eine unheimliche, dunkle Seite hervor, etwa wenn Wölfe das Blech eines Autos regelrecht aufreißen. Der Mensch ist halt nirgendwo sicher. Und er hatte auch, als er älter war, Depressionen. Ja, dann hat seine Frau, die hat Kasperletheater für ihn gespielt. Die hatte so Puppen. Und das hat er so geliebt, da hat er den wieder so ein bisschen dann, ne, für sowas war der zu haben. Und also die hat viel so geguckt, dass er ein bisschen in der Balance blieb.